In case of fire, do not use elevator. Also im Falle eines Feuers nicht den Aufzug benutzen. Okay, ich benutze den Aufzug mal lieber nicht. Sicher ist sicher. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie weiter, ne? Ah ja, guck mal. Da ist ja eine schöne Leiter und da unten liegen Reste. Ich nehme die Leiter. Die sieht relativ sicher aus. Oh, hi! Oh, scheiße, was ist... Nein, geh weg von mir! Guido? Und warum tragen Sie die Uniform vom Wissenschaftlerteam? Vielleicht ist das das Wissenschaftlerteam. Was riecht hier nur so? Die haben bestimmt neue Leute eingestellt, die so ein bisschen anders aussehen. Alles klar mit dir? Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Na, dann kratzen wir zusammen ab. Komm. Guck mal, da ist ein Bild von dir. Vor der amerikanischen Flagge. Hallo? Ist alles in Ordnung? Ah, dem scheint es nicht so gut zu gehen. Oha, warum liegen hier so viele Leichen rum? Das ist nie ein gutes Zeichen. Das heißt, dass niemand da ist zum Aufräumen. Oh, da sind noch mehr von denen, Du machst das schon, ne? Kümmer dich mal drum. Ja, immer schön weiterschießen. Das machst du ganz hervorragend. Ja. Hab noch einen erwischt. Ja, wunderbar. Du, diese Waffe, die du da hast, wo kriegt man so eine? Da hätte ich nämlich auch Bock drauf. Oh, sie haben da was im Gesicht. Soll ich da mal, da ist eine Fliege. Ich hack da mal kurz drauf rum. Ja, deutsche Version, alles klar. Er verblasst einfach. Ich geh mal kurz hier, ich guck mal, hier soll man ja nicht rauchen. Oh, soll ich mir ein Getränk ziehen? Warte mal. Ah ja, guck mal. Zack. Das war ich nicht. So, finden wir vielleicht noch was im Umkleideraum? Vielleicht ist ja was Hilfreiches irgendwo. Ach, eine Leiche. Gut, okay. Oh, Munition. Da hat jemand die amerikanische Flagge und Munition das in seinem Spind. Nach einem Hinterhalt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellan. Da sagst du was. Besser Vorsicht als Nachsicht. Aber ich weiß immer nicht, wo ich so eine schöne Waffe hier kriege, wie die, die du hast. Und deine kriege ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee. So, die Frage ist, wie kommen wir an die Oberfläche? So, wir müssen hier raus und irgendwie um Hilfe rufen. Sind ja doch ein paar Überlebende hier unten. Vielleicht fahre ich einfach mit dem Zug wieder raus. Das geht doch bestimmt, oder? Machen wir einmal hier die Tür auf. Hier die Tür auf. Worauf schießt du da? Der war schon tot. Hast du dem Gnadenschuss gegeben? So, Alarm nervt. Tür geht nicht auf. Hier kommen wir nicht raus. Vielleicht können wir die einschlagen. Ah, ja, das können wir. Oh, hey, Typ. Hey, hallo. Alles in Ordnung? Was? Das Aufschlagsgeräusch fand ich am schlimmsten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, noch ein bisschen Munition, aber keine Waffe. Wo hast du deine Waffe gelassen? Okay, ich glaube, der Zug fährt nicht mehr. Fürchte ich. Dann machen wir vielleicht einen anderen Weg. Wie ist denn da lang? Wenn hier schon das Ding aufgeht, dann... Vorsichtig. Da ist immerhin schon der Suchscheinwerfer an. Der hilft sehr. Da ist Ah ja, guck mal. Da drin ist noch jemand. Hey, hallo. Hey. Oh, spielst du mit dem komischen Tierchen? Haha, der hat den platt gemacht. Oh. Mist, das Glas ist bruchsicher. Oh, da sitzt jemand und guckt YouTube-Videos. Und zappelt einen ab. Da muss ich mal rein. Hey, hey, bist du schön am Abzappeln? Nehmen wir mal das Licht an. Ah, toll, geht nicht mehr. Hallo?
Hast du einen Sonnenbrand? Du hast da sowas am Arm. So, hör auf hier rumzuzappeln. Meine Güte, da kriegst du ja einen epileptischen Anfall von den Lichtblitzen. Sektor B! Ja, da muss ich wohl... Oh, ey, alles in Ordnung? Brauchst du erste Hilfe? Oh, du hast eine Waffe fallen gelassen. Ich brauche nichts weiter. Ich habe alles, was ich haben will. Tür? Bitte was? Okay. Tür? Ach, vielleicht muss ich da drauf drücken. Richtig, richtig. Oh, hey, wer bist du denn? Hallo. Oh, du hast Freunde. Au, spinnst du? Ich glaube, das geht los. Glaube, ich spinne. Mach doch nicht so einen Lärm hier, ihr Mistviecher. Was sind das für komische? Die sind ja, Kätzchen. Ja, ja. Was? Holla. Ekelviecher. Nee, nee, also die scheinen nicht so nett zu sein. Stirb! Ja, man sieht sehr deutlich deutsche Version. Keine Bluteffekte, aber pff. Oh, oh, oh. Alter! Du kriegst das Brecheisen, Junge. Da kenne ich keinen Spaß. Hallo? Danger. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Weil man sich dann in nichts auflöst. Oh, hey, Typ. Also dann los. Ja, folge mir doch bitte. Ich weiß noch nicht warum, aber du kannst bestimmt hilfreich sein. Ey, hör auf von dem Wissenschaftler zu naschen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, so ist viel besser. Kannst du mal aufmachen hier? Sind das Granaten? Dankeschön. Ein Schlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Granaten, ich hab Granaten. Und eine Knarre. Und meine Gesundheit ist wieder voll. Haha. Komm, Typ. Einem Kollegen. Ist man unter Wissenschaftlern doch. Das will ich wohl meinen. Komm. Wir retten jetzt die Welt. Weil du keine Leitern steigen kannst. Okay. Dann bleib halt da. Ich rette mein Leben und du verreckst. Hallo? Was? Was? Oh oh. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Oha, was ruckelt das Spiel denn immer so hier? Hey, du kommst aus der Kanalisation, hä? Wie ist es da unten? Alles Lutsche? Bleib mal liegen. Oh, hallo. Warum bist du im Müllcontainer? Na, weiter gehe ich nicht. Dann halt nicht. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ja, bitte, dann warte halt. Ich rette mich. Du verreckst hier. Selber schuld? Hey. So, dann climben wir mal hier in das Loch rein, wa? So, da muss ich... Da komme ich aber nicht hoch. Was passiert, wenn wir hier dann rumspielen? Hallo? Oh ja, dann steigt das Wasser und wir saufen elendig hier unten. Sehr, sehr praktisch. Oder aber wenn wir klug sind, trägt uns das Wasser auch hier zu diesem Loch hinaus. Und zack, schon sind wir hier durch. Oh, Rohrbruch. Ich rufe mal den Klempner an. Das geht ja so nicht. Das ist ja widerlich. Da, Kaution. Ist aber nicht immer zu sehen. Jetzt ist es zu sehen. Jetzt eher weniger. Okay.
Das ist so ein verschwindendes Schild, das kommt immer auf den Blickwinkel an. Das ist so ein 3D, so ein Wackelbildchen. Ja, wenn man da nicht genau im richtigen Winkel zusteht, sieht man das nicht mehr. Hebel? Ah ja, oh, da kommen Viecher und dann geht das Ding hier los. Kommen die Viecher jetzt hinterher oder wie haben wir das? Ja, da kommt sie angehüpft. Ih, lass das. Hör auf, von meinem Gesicht zu naschen. Nein, pfui, aus. Ich will kein Zombie werden. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Sind das so viele? Ja, fall ruhig da runter. Das ist in Ordnung. Hui, tschüss. Fall da unten in die Pampe und der saufen ordentlich. Au. Nerven. Nee, geh weg. Aus, pfui. Muss hier runter. Dann sind das viele. Müssen wir mal hier Energie auftanken. Ja, ganz genau mein Reden. Ja. Ich wusste genau, dass er das tut. Immer drauf. Oh, guck mal, was da ist. Ja, greif mich ruhig an. Voll aufs Maul, jo. Guck mal, Kisten. Da war Munition drin. Das ist gut, die dann so offen stehen zu lassen, dass da ja niemand ran kann. Alles kaputt machen. Den auch. Ah ja, stimmt. Der löst sich ja auf. Ey, wo kommt ihr denn her? Ich dachte, das war's jetzt. Ich wollte eigentlich hier noch wieder auftanken. Besser. So, jetzt nimmst du direkt von den Viechern. Na, natürlich latscht mir da noch einer unter die Füße. Ne, jetzt hau ich ab. Der kann mich mal. Oh. Tja. Jetzt hat er hier die Brücke kaputt gemacht. Jetzt muss ich wieder klettern. Na, oh. Bloß nicht runterfallen. Oh, was haben wir da denn? Ein Lüftungsschacht. Geht nicht kaputt. Müssen wir halt hier lang. Huch. Oh, da ist die Brücke aber auch kaputt. Das bringt mir jetzt ja nicht viel. Oh, guck mal, Viecher. Oh, der mag die kleinen Viecher nicht. Oder er mag sie ganz besonders. Und deshalb haut er sie und spuckt sie an. Ja, so ist fein. Oh. Nicht mich anspucken. Du spinnst wohl. Mistvieh. Ich glaube, das geht los. Leider. Das sind aber schöne enge Gänge. Das ist genau richtig für Klaustrophobiker hier drin. Ah ja. Okay. Das hier sieht nicht so super toll aus. Warte mal. Was? Ich will doch nur das, ja, greif zu, komisches Zungenteil. Nein, nicht mich! Nicht mich! Du sollst das Fass nehmen! Hui, also ich muss darüber, ja? Hm. Wenn ich hier die Kisten reinschiebe. Ach, dann fließen die. Oh, ich auch. Oh, da unten wird gehäckselt. Oh. Ich schwimme mal lieber da lang. Wunderbar, hier kommt man auch wieder raus. Knarzknirsch. Ah, siehst du denn schon, sind wir auf der anderen Seite. Ist das Viech gerade an mir vorbei in die Brühe gesprungen? Geschieht ihm ganz recht. Und schon verschwindet es. Oder? Jetzt verschwindet es. Schön. Was für ein schöner Türknauf. Guck mal, ganz schmuckvoll und so. Wundervoll detailliert.
Oha, wo kommen wir hier jetzt hin? So eine Förderband. Und anscheinend müssen wir hoch. Gut. Und offenbar müssen wir ein kleines bisschen hüpfen. Und ich weiß genau, dass ich jetzt quicksafen werde. Weil ich da bestimmt gleich runterfalle. Oh, was habe ich gesagt? Das Geräusch ist schlimm. Unschön. Recht unschön. Was willst du? Spiel? Was machst du denn? Schnellladen? Irgendwas stimmt hier nicht, habe ich so das Gefühl. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Moment, da muss ich nochmal ordentlich laden. Laden. Spiel, was machst du da? Was tust du? Moment. Ja, upsi, da musste ich gerade nochmal das Spiel beenden und nochmal neu starten, weil das aus irgendeinem Grund abgeschmiert war. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich um mich zu ärgern. Naja, neuer Versuch, neues Glück. Hoppeldi, hüpf. Hoppeldi, hüpf. Bloß nicht in den Tod stürzen. Nicht in den Tod stürzen. Ich bin nicht in den Tod gestürzt. Da bin ich jetzt aber erleichtert drüber. Sehr, sehr schön. Dann kann ich ja wieder durch dunkle Gänge schleichen. Weil ich nicht in den Tod gestürzt bin. Lass mal die Leiter los. Sieht ja alles so ähnlich aus. Habe ich ein Déjà-vu? Ah ja, guck mal, da sind wir auf der anderen Seite. Das ist ja ganz hervorragend. Oh, Fahrstuhl, ja. Mal gucken, ob der abstürzt. Ich hoffe ja, dass nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Bürokomplex. Ah, endlich wieder an den Schreibtisch setzen. Büroarbeit, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Oh, hallo, guter Mann, ist alles in Ordnung da oben? Das klingt ja nicht so lecker. Oh, aber ein bisschen Energie. Ein Kollege Wissenschaftler. Oh, da wird einer mit dem Seil hochgezogen. Dem geht's bestimmt gut, der wurde gerettet. Oh. Energiematsch. Da halte ich lieber ein bisschen Abstand von. Vielleicht kann ich ja hier durch das, ja. Ich will jetzt nicht gebraten werden da von dem Teil. Juhu. Mann, die Dinger sind ja widerlich. Was hat der eine lange Zunge? Meine Güte. Der kann ja Eiscreme ausschlecken bis zum Grund des Meeres. Hallo? Ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Ja, das finde ich auch immer. Jetzt kommt denn noch so ein Tentakel runter? Danger High Voltage. Na, da spiele ich doch mal mit rum. Zack. Licht aus. Ich muss hier echt mit den Tentakeln aufpassen. Oh, guck mal. Jetzt kann ich hier einfach so lang gehen. Ich halt durchs Fenster, wenn die Tür nicht auf ist. Lass mir doch nicht erzählen, wo ich lang kann und wo nicht. Was war das denn? Warum hat er das Geräusch denn dreimal gemacht? Um mich zu ärgern etwa? Da, oh, hallo Viech. Da ist zu. Storage. Oh, hallo, Herr Zombie. Und sie sind... Jetzt randaliert doch nicht so da drin. Haut ihr da alles zu Klump? Hallo, hier bin ich. Komm noch mal her. Ich helfe dir auch mit der Tür. Mach mal auf. Jetzt macht er da drin erstmal Randale. Ah ja, hallo. Ja, komm doch her. Daneben. Ha. Ja toll, hat hier alles zu Klump gehauen. Das musste ja auch unbedingt sein, ne? Hier, die Kakerlaken sind ja auch noch unterwegs. Naja, immer ein bisschen Munition. Zentrum an!
Ich hätte so gern Brecheisen für mich selbst, ganz ehrlich. Damit würde ich alles zu Klump schlagen. So wie Gordon Freeman. Komm schon, komm schon. Ah, natürlich sind dahinter indienische Facehugger. Oh, hey Typ. Oh, eine Schrotflinte. Hey, mach doch mal auf. Vorsicht, böses Viech hinter dir. Ja? Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Ja, wenn du den ausstopfen an die Wand hängen willst, bestimmt. Was riecht hier nur so? Das bist du. Tu mal nicht so. Hey, Munition aufsammeln, danke. Mehr Munition. Was? Ich hab doch gerade was gehört. Hui! Wo ist der hin? Hey! Mistviecher! Kommt der einfach aus der Decke gehüpft? So ein gerissenes Kerlchen.